Okay, hier bin ich wieder. Ich habe mal kurz Pause gemacht und ja, nächstes Level. Der Wald. Das Besondere an dem Wald ist erstmal die Musik natürlich und dass es im Wald viele Monster gibt. Ach ja, da kommen Erinnerungen hoch. Bei dieser Musik. Okay, wir haben keine Waffe oder sowas. Feuer, whatever. Hier gibt es auch viele, 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 viele Fallen. Wie zum Beispiel dieses Baum, dieser Baumstamm-Dingens. Wenn wir den berühren, sterben wir natürlich. Und bei diesen Bienen auch. Also fast überall quasi können wir sterben. Das macht dieses Level oder beziehungsweise diese Stage sehr, sehr schwierig. Eine Falle! Eine Bärenfalle. Ein Affe! Der schießt mit irgendwelchen Dingern? Keine Ahnung, wahrscheinlich seine eigene Kacke. Gut, das war auch schon das erste Level, war nicht besonders schwer, das war nur zum Aufwärmen, glaube ich. Oh Gott. Nein, nicht jetzt schon dieses Level, nicht dieser Bienenstock. Wie kann man bei so einem abgebrochenen Baum sterben? Also bei so einem Baumstamm. Wie kann man nur sterben? Das ist doch gar nicht möglich. Ich kann es mir nicht erklären, warum das so ist. Und das ist auch schon das Ziel. Also das kam mir echt länger vor, als ich klein war. Das Level, meine ich. Okay, hier ist schon die nächste Stage. Ich glaube, wir kommen hier schneller durch als im letzten Part. Aber ich glaube, das Schwierige kommt gleich. Ich freue mich schon, wie gesagt, auf die Pyramiden. Das kann lustig werden. Ich sollte vielleicht einen Safe State setzen am Anfang des Levels. Sicherheitshalber. Deswegen heißt es ja Safe State. Okay. Diese Baumstämme, die sind echt nervig. So, jetzt vorsichtig. Okay. Ah! Was war das denn jetzt? Piranhas? Piranhas, die aus dem Meer springen und aus dem Meer, aus dem Teig springen. Oh Gott. Diese scheiß alten Spiele mit ihren verrückten Kreaturen. Das Spiel, das ist Vergewaltigung für mein Hirn. Okay, jetzt. Run! So, was ist das? Pflanzen? Ich habe mir das Leben geholt und bin gleich gestorben. Super. Warum sammle ich überhaupt Leben? Ich habe ja Safe States. Unnötig. So, wenn man verliert, dann kommt man gar nicht zurück im Startmenü. Sondern einfach nur, dann bringen ja die Leben eigentlich gar nichts, ne? Das heißt, ich brauche die gar nicht zu sammeln. Weil wenn man Continue hat, dann verliert man im Grunde eigentlich nur die Punkte. Aber auf die Punkte gebe ich eh einen Scheiß. Okay, jetzt. Oh, fast. Fast wäre ich wieder in diesen Baumstamm reingeflogen oder reingesprungen, whatever. Blöde Piranhas, ich kann euch nicht leiden. Ich brauche wieder Bear Grylls. Ich heiße Bear Grylls und heute befinden wir uns im Dschungel von Pac-Man. Nee, von, wie heißt das nochmal das Spiel? Pac-In-Time. Oh Gott, ich lerne das nie. Ich sag einfach immer Pac-Man, also habe ich früher auch immer gesagt. So, jetzt. Was ist eigentlich hier oben? Ein Baumstamm. Oh,
Fast wären wir hier in diese Brennnessel reingeflogen. Die hätten uns dann verbrannt. Gut, erstmal wieder umschauen. Na, jetzt aber. Hm? Was ist das? Sieht aus wie ein Enton. Enton! Oh nein, 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 nicht diese Wespe! Lass mich, Wespe! Diese Wespe will ich verfolgen einem. Oh. Lass mich in Ruhe, scheiß Wespe! Lauf zu Enton hin! So, wo ist das Ziel? Brennnesseln, die schießen! Super! Ich bin begeistert! Brennnesseln, die schießen! Und Entons! Die fliegen! So, jetzt. Du schießt jetzt nicht auf mich, ja? Böse Brennnessel! Du hast geschossen! Hä? Ich dachte, das sei das Ziel! Was zum? Hilfe, Hilfe! Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe! Nein! Ah, blöde Wespe. Yay. Ach, da ist es. Ah. Und ich laufe da außen rum. So, jetzt. Okay, was ist hier jetzt? Ein fliegendes Blättchen. Ach, wie schön. Ich muss hier mal durch, danke. Oh Gott, wir werden verfolgt. Hilfe! Okay. Fick dich, scheiß Dingens, Wespe. Ich hasse dich und so wie diese Piranhas. Diese Piranhas und Wespen, was kommt als nächstes? ZCNNF. Ich glaube, ich habe mir früher hier ein Passwort gemerkt. Hier im Wald natürlich. Und ich glaube, es war dieses Level. Diesen Mal war ich zu spät. Okay, nochmal. La, 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 la. So, ich warte gerade auf den Piranha. Da ist er! Ah! Nein! Ich hasse dich, du blöder Piranha! Okay, nochmal. Einmal den wegburnen. Jetzt stelle ich mich hier davon. Diese Piranhas. Die springen, die 2 Meter hoch springen können, oder höher vielleicht sogar noch. So, jetzt da, jetzt kommt er, jetzt kommt er, jetzt kommt er, jetzt kommt er, nein! Oh Gott, schwimm! Wenn jetzt so ein Blasendingens kommt, bin ich tot. Renn, schwimm meine ich, schwimm! Nein, ich bin tot. Das ist schwierig, das Level. Ich glaube, beim ersten Mal, also ich glaube, wo ich das früher gespielt habe, da hatte ich nicht solche Probleme. Im Gegenteil, da habe ich das sofort beim ersten Versuch immer geschafft. Wahrscheinlich, weil ich diesen Haifisch, diesen Piranha immer so abgeknallt habe. Genau so. Und nicht anders. Es bringt uns dieses Blatt direkt ins Ziel. Und wir müssen hier nicht um unser Leben schwimmen. Der ganz einfache Weg. So, was ist hier? Hä? Was ist das? Der hat doch bestimmt was genommen. Wenn wir es berühren, dann sterben wir. So. Was war das denn jetzt? Eine fette Ratte? Ich habe Angst vor den Viechern. Ah, der brüllt mich an und schießt mich direkt da in diese Baumstämme rein.
Okay, nochmal. Gut, dass ich so geduldig bin. Schnell vergessen. Schnell vergessen. Langsam fange ich an, wieder ein bisschen angepisst zu sein. Aber das ist der Wald. Der böse Wald. Merkt euch, Kinder. Geht niemals allein in den Wald zu bösen Viechern. Nein, ich dachte, der schiebt mich weg. Schiebt mich weg? Ich dachte, der bläst mich weg oder brüllt mich weg, whatever. Das kann doch nicht so schwer sein. Also gut, nochmal. Hey, cool, ich kann die berühren, okay. Ich bin eine Ratte, ich brülle gerne. Ja, mach das ruhig. So, und jetzt? What? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Irgendwelche Kastanien, glaube ich. Ich will hier hoch, bitte. Danke, 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 danke. So, und jetzt? Jetzt müssen wir auf diesen Crazy Bird aufpassen. Auf diesen Angry Bird. Ah, da ist er. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Da ist übrigens noch so ein Ding, das uns nach unten bringt. Wenn wir das berührt hätten. Ganz fiese Sache. Dann hätten wir das ganze Level nochmal machen müssen. Das Level, das dauert. Das weiß ich. Ich glaube, ich gehe erstmal hier hin. Und jetzt? Hä? Okay. Okay. Ah, ab, ab. Verdammt. Ich glaube, das brauche ich, oder? Brauche ich das? Nö. Kann ich mir kaum vorstellen, dass ich das brauche. Okay, ich glaube, zunächst schaue ich mir das Ganze erstmal an, um mir ein Bild davon zu machen, wie das Level geht. Jetzt aber. Ja, nein. Ich glaube, ich singe jetzt ein bisschen zu viel, kann das sein? Ich glaube, allgemein 8-Bit-Musik verleitet mich zum Singen. What the hell? Okay. Hier sind ein paar Punkte, keine Ahnung, warum ich die jetzt sammel, weil mir die Punkte eh egal sind, aber egal, ich sammle das einfach mal. So, und jetzt, okay, jetzt muss ich, glaube ich, das andere Dingens holen, die andere Kastanie. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die auf die andere drauf platziert werden muss, aber zunächst schaue ich nach. Ob ich es auch ohne eine zweite schaffe? Ja, tue ich auch, okay. Oh je, oh nee, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ah ja, aber egal. Na los, Plattform. Hä? Okay. Dasselbe Spielchen wie vorhin. Ich finde diese Stelle so assi. Moment, ich glaube, ich muss sie gar nicht runterfliegen lassen. Ich glaube, ich muss sie nur ein bisschen so im Ansatz, so ungefähr.
Und jetzt muss ich richtig springen. Eins, zwei. Nee, ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Ich will erst schauen. Okay, es ist nicht weit. Okay, nochmal. Eins, zwei, drei. Oh. Super. So, und jetzt. Ah, das ist das Ziel. Ach, sehr schön. Okay. Level 8. Vom Waldlevel. Was bist du für ein Viech? Okay, ich habe nichts, um dich zu töten, aber du scheinst nicht böse zu sein. Nein, 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 nein! Das war ein Frosch. Ab sofort hasse ich Frösche. The Crazy Frog. Bip, 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 bide, bim. Bip, 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 bide, bim. Okay. Mann, ich bin hier jetzt vielleicht crazy drauf, aber diese Viecher, die machen mich auch verrückt ein bisschen. Ja, diese Viecher machen mich verrückt. Ja, ich werde zum Serienmörder. Also gut, normal. Mann, diese Frösche oder was auch immer das für Viecher sind, die machen mich völlig kirre. Ich glaube, ich weiß, wie ich das jetzt mache. Und zwar nutze ich wieder die Power auf der Ansturm. Auf der Geschwindigkeit. Oh. Nein! Ausgerechnet da steht eine Biene oder eine Hummel, whatever. Super. Und dann mache ich das nicht mehr. Ich brauche die Geschwindigkeit. Jetzt habe ich die Geschwindigkeit. Yes. Oh. Okay. Jetzt dann nochmal nach oben. Ich will hier nach oben. Dankeschön. Ich will hier nach oben. Verdammt nochmal. Nein, diesmal falle ich nicht auf dich herein. Böse Biene. Hummel, whatever. So, jetzt muss ich hier vorbei. Hallöchen. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Oh. Okay. Ich werde verfolgt von Killerbienen. Einen Killeraffen. Oh, ich dachte schon, die gehen da durch die Map durch. So. Oh, zum Glück das Ziel. Boah. Das Level, das ist. Das ist heftig. Das ist echt heftig. Was war das denn jetzt? Ich hab das nicht. Ich hab grad nicht gesehen, was passiert ist. Naja, solange ich mich hier hangeln kann, ist alles cool. Puh. Ausgerechnet, da steht ein Affe. Genau, genau, ausgerechnet, da steht dieser verdammte Affe. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Hurra. Hurra! Hurra! Okay, nochmal. Nochmal fahre ich, mache ich mich nicht, nochmal mache ich mich nicht zum Affen. Hallo Äffchen! Na, wie geht's dir? Ausgerechnet, da steht auch noch einer! Da steht auch noch einer! Da steht auch noch ein Affe! Die sollen scheißen gegen die Affen. Und schon ist meine Motivation weg. Ja, ja, wieder ein paar Freakouts seit langem. Ich war ja in letzter Zeit nicht so Freakout-mäßig gut, nicht so Freakout-mäßig mies gelaunt. Aber jetzt bin ich kurz davor, wieder zum Freakout-Kevin zu montieren. Ah! Jetzt endlich! Hätte der Affe mich nochmal gekillt, wäre ich verrückt geworden. Und hätte alle umgebracht! So! Hä? Hüschen! Hallo Hüschen! Na, wie geht's euch?
Hüchen. Oh, ich muss mal... Gut, hier bin ich wieder. Ich glaube, diese Hüchen, die sind nicht so böse. Nein, das sind friedliche Hüchen, die mich nicht töten werden, wenn ich sie berühre. Da bin ich mir sicher, dass die Programmierer so sozial sind und diese Häschen sehr harmlos machen, sodass die nicht töten, wenn ich sie berühre. Killerhäschen. Warum will mich hier jede Kreatur in diesem Spiel töten? Gut, jetzt kriege ich hier dieses Seildingens. Pelikane, die Eier rumschmeißen? Ey, was habt ihr genommen, Entwickler? Oder das sind Entons. Entons, Pelikane, whatever. Fliegende Entons, die Eier schmeißen. Genau. Okay, nochmal. Da ist wieder das Enton. Na toll, jetzt haben wir das Seildingens wieder verloren, aber jetzt haben wir es wieder. So, ich... Killerhäschen. Da ist wieder dieses Killer-Enton. Hä? Wie komme ich da hoch? Ich habe keine Ahnung, wie ich da hochkomme. Ich will da hoch. Ihr Häschen, jetzt lasst mich in Ruhe. Wie können Häschen überhaupt töten, wenn ich sie berühre? Haben die so ein toxisches Gift dran oder was? Ah! Killer Pelikan, ich hasse euch. Ah, jetzt haben wir ein Ding gefunden. Gut, jetzt. Oh, da kommt wieder dieses Enton. Pelikan, whatever. Oh. Wenn ihr jetzt. Natürlich ist da noch eine. Natürlich. Dieses Level oder diese Stage macht mich fertig. Oder macht mich verrückt. Ich glaube, nach dieser Stage mache ich gleich noch einen Part. Damit ich heute ein bisschen produktiv bin am Wochenende. Ja, wir haben Wochenende, ihr habt's erfasst. Und ich spiele hier ein Spiel aus meinem Geburtsjahr. Ich sehe dich, Killer Enton. Du kannst mich nicht mehr erschrecken. Ich bin abgehärtet. So, jetzt aufpassen. Wenn ihr solche Dinger schießt, hasse ich euch. Danke. Ach, das war's schon mit der Waldstage. Okay, dann bis zum nächsten Part. Oh Gott, der nächste Part, der wird sehr spannend. Da werde ich psychisch fertig werden. Ich kann es euch versichern. Da werde ich zum Amokläufer. Also dann, bis zum nächsten Part. Ciao.